Ich bin Shiva und begrüße dich mit den Worten meiner Liebe von Omartasat. Sehr gut kann ich mich erinnern an meine Inkarnation als Mensch, wie es dir jetzt gerade geht. Sehr gut kann ich fühlen, was es bedeutet, wenn die Zweifel zu dir kommen. Und sehr gut weiß ich, dass die Menschen sich sehr schwer tun im Vertrauen. Und du, mein lieber Lichtarbeiter, du kennst mich, Shiva, als der Erneuerer. Ich mache alte Türen zu und öffne dir eine neue Türe. Ich zeige dir neue Wege. Wege in die Freiheit. Denn du, mein lieber Mensch, kommst manchmal von diesem wunderbaren Wege ab, welchen du begonnen hast zu gehen, den Weg in die Freiheit. Sehr viele Einflüsse des Kollektivs haftet gerade bei einem hohen Lichtarbeiter sich gerne an, denn das Licht, welches so hell in dir leuchtet, übt eine gewisse Anziehungskraft auf die anderen Kräfte aus, und somit wird Shiva nun für dich deinen kompletten Lichtkörper reinigen. Shiva wird dich befreien von allem, was dich belastet, von allen negativen Energien des Kollektivs. Und nun werde ich für dich tanzen. Ich tanze um dich herum. Und in jeder Bewegung, in jedem Schritt nimmt die Energie zu, welche zu dir fließt. Und ich bitte dich jetzt, gerade jetzt in diesem Moment, das, was dich am meisten belastet, zu denken und mir zu zeigen, denn ich werde genau diese Blockade, welche dich aus dem Gleichgewicht bringt, werde ich mit meinem Tanz transformieren. Es ist der göttliche Tanz der Transformation, welchen Shiva für dich tanzt. Und so beginne ich mit einfachen Schritten. Wenn du mich sehen könntest, würdest du sehen, wie ich mich im Kreise drehe, um dich herum tanze. Und mit jeder Drehung nehme ich das, was dich belastet, von dir weg. Mit jedem Schritt und jeder Drehung nehme ich dir deine Ängste. Und so rufe ich Shiva, die 36 hohen Räte des Lichtes, um mich zu unterstützen. Und so haben sich die 36 hohen Räte des Lichtes um dich versammelt.
Und wir beginnen nun gemeinsam den Tanz der Transformation, den Tanz der Freiheit, alle Ängste, welche dich klein machen möchten, alle negativen Schwingungen werden wir transformieren, lösen wir auf. Werde dir bewusst, welche Kraft dir in diesem Moment übertragen wird. Werde dir bewusst, dass die 36 hohen Räder des Lichtes für dich wirken, jetzt in diesem Augenblick. Du kannst dich ganz tief fallen lassen. Atme zuerst das Licht der Liebe in dich hinein. Und nun wird Shiva alles hinwegblasen, was dich belastet. Und nun atme das Licht des Vertrauens in dich hinein. Atme das Licht des Vertrauens und öffne dabei all deine Poren, all deine Zellen, dein Herz. Mona Oha trägt das Feuer, welches entzündet wurde, das Feuer des goldenen Zeitalters und verdrängt jeden Zweifel, jede Angst. Mona Oha macht dich stark und fühle nun, wie diese Energie sich in jedem Zellkern in dir manifestiert. Fühle nun, wie nichts anderes außer Mona Oha in dir Platz hat. Fühle, wie sich dein kompletter Energiekörper mit dem Licht des Vertrauens von Mona Oha aufgeladen hat. Und nun tanze mit uns. Füge dich ein in die Runde und spüre, was es bedeutet, mit den Göttern und den Engeln zu tanzen. Es ist dein Tanz der Befreiung. Es ist dein ganz persönlicher Tanz der Freiheit. Und so summen wir gemeinsam die Töne von Mona Oha. Mona Oha trägt dich und begleitet dich auf deinem Wege von jetzt an für immer. Shiva hat all das gelöst, an was du von allein nicht herankommst. Shiva besitzt besondere Kräfte, welche nur er dir überbringen kann. Und nun wird Shiva in das morphogene Feld ebenfalls diese transformierenden Kräfte senden. Denn auch dort soll eine Reinigung geschehen.
so führe ich die Gruppe der 36 Hohen Räte des Lichtes an. Und wir senden einen Strahl der Transformation durch das morphogene Feld der Erde. Und so wird sich durch diese Energie überall auf der Erde die Energie der Angst und der Zweifel immer mehr verringern. Diese Energien werden letztendlich transformiert und werden gleichzeitig dich und die Erde immer freier machen. Sie werden dich in deine Kraft führen. Und jedes Mal, wenn du diese Botschaft hörst, wird die Reinigung und Transformation an Stärke gewinnen in dir selbst und zum Wohle aller Beteiligten, zum Wohle aller Menschen und zum Wohle von Lady Gaia. Und mit diesen Worten breitet sich die Energie der Freude in mir aus. Der Freude, für euch alle wirken zu dürfen. Und diese Freude überbringe ich dir als Geschenk dafür, dass du hier auf der Erde bist und dass du hilfst und uns Engel immer wieder aufmerksam machst, um was es geht, was gebraucht wird. Denn auch wir möchten, dass alles gut wird. Und so senden wir nun mit dir zusammen die Freude in das morphogene Feld der Erde, die Energie der Freude und Leichtigkeit. Und so schwingt nun Lady Gaia und du in der neutralen Energie, in der Reinheit des höheren Bewusstseins. Alles, was dich belastet, wurde transformiert. Dein komplettes System wurde gereinigt und mit Vertrauen und Freude aufgefüllt. Das ist ein Geschenk von Shiva, dir zum allerhöchsten Wohle. Und so verneige ich mich vor dir und bedanke mich für dein Sein hier auf der Erde. Denn du bist mehr, als wie du nur denkst. Du bist ein Engel auf Erden. Und so reiche ich dir meine Hände von Freund zu Freund, von Engel zu Engel. Sage dir die Worte des Abschiedes mit Ananasha.